Ja, wir hatten uns überlegt, im Ferienprogramm mal auch was für die Älteren zu machen, also Altersstufe 10 bis 14 Jahre. Und wir konnten die KünstlerInnen Anna Matzek und Constanze Brüning gewinnen, mit denen wir schon viel zusammengearbeitet haben. Und im Rahmen des Talentcampus und als Kooperationspartner halt mit der VHS haben wir uns ein Kunstprojekt ausgedacht, wo die Kinder halt selber ihre eigenen Puppen bauen, die denen einen Charakter geben und sie dann bespielen. Das große Überthema war halt Umweltschutz, Naturschutz, Klimawandel, also Nachhaltigkeit im Prinzip. Das heißt, ja, und wir machen mit euch Puppen, die anpasst. So, damit ihr eine Idee habt, wie da treffen sich erwachsene Menschen. Wir haben angefangen, dieses Projekt zu machen, und jeder sollte eine Figur erfinden. Wenn ich mir jetzt diese Figuren anschaue, dann sehe ich in jedem ein Stückchen von den Kindern, also von den Jugendlichen, die hier mitgemacht haben. Also das, ich finde das ganz gut, je näher es am gesagt, dass die Vorstellung, die wir am Montag von der Figur hatten, es nicht so am Ende aussehen wird und dass, ja. Und ja, eigentlich fand ich die Schauspielübungen, also das Basteln war natürlich auch super spannend, aber ich fand es auch immer cool, dass wir zwischendurch so kleine Übungen eingebaut haben, wo wir halt dann kurz die Figur übernommen haben. Und da habe ich auch am Anfang, hatte ich echt auch, weil wir die Figur noch nicht fertig hatten. Ich wollte erst die Figur fertig machen, dann üben. Und nicht immer zwischendrin noch stoppen und dieser Figur. Also ich wollte diesen Prozess durchziehen und dann am Ende Leben einhauen. Als wir das zwischendurch gemacht haben, ich fand das voll cool, weil ich einfach nicht gedacht hätte, also ich war wirklich, ich dachte eigentlich nicht, dass es fast zu mir für deine Hand sein könnte, weil ihr das manchmal einfach nur mit der Hand gezeigt habt und ich dachte echt, dass es total weird, aber der Funke ist übergesprungen und selber bei den Schauspielübungen habe ich auch, ich fühlte mich bedroht, ich war auch manchmal wütend und das war total merkwürdig, dass man also doch durch Atmen einfach so eine Präsenz erzeugen kann, dass alle mitgenommen werden.
hat mir voll viel Spaß gemacht und ich glaube, das hilft einem auch in jeder Situation, in der man manchmal stecken könnte. Ja, ich fand es ganz cool und ich hatte irgendwie am Anfang der Woche irgendwie Schiss und ich fand es irgendwie peinlich, wenn man dann in die Stadt geht und so Leute ansprechen und es war eigentlich ganz gut. Peinlich, wie ich es schon vorgestellt habe. Danke, Anna. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Danke. Los geht's. Hier zu sein. Und ganz besonders fantastisch ist natürlich, dass jedes Kind eine individuelle Puppe gebaut hat. Es ist keine gleich der anderen. Die haben alle ihren Spezialcharakter rausgeholt und dabei zuzusehen, dass sich sowas entwickelt, ist ein absoluter Genuss und eine totale Freude für mich. Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz darauf, was für Ergebnisse hier entstanden sind. Was ich richtig toll fand, und das kann ich auch nur sagen, ich bin ganz zum Schluss, wenn ihr alle weg wart, bin ich an eure Arbeitsplätze nochmal gegangen und habe mir die Köpfe angeguckt. Weil das mit den Kostümen, das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Das war ja jetzt auch zum Schluss so ein bisschen, wo es dann wirklich nochmal Gestalt angenommen hat. Und die Veränderung mitzuerleben. Und ich fand, ich habe ja jetzt selber auch eine Puppe gemacht. Ich fand es schon teilweise echt anstrengend.
Marian, du kannst es bestimmt bestätigen, ne, wo man manchmal sagt, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr und mir fällt auch nichts mehr ein. Genau. Und dann jetzt so das Endergebnis zu sehen mit der Farbe und wie ihr das verkörpert habt, das fand ich richtig, richtig toll. Genau, wir haben Glück mit dem Wetter gehabt und auch das dann an die Öffentlichkeit zu gehen und die Reaktionen der Menschen, die ich jetzt mitbekommen habe, waren wirklich durchweg positiv. Und es gehört wirklich Mut dazu, das dann auch zu machen und deswegen ein großer Applaus für euch. So, danke.